Ja, ich glaube, ich habe hier heute ein Déjà-vu. Hier haben wir den frisch vermählten Ehemann, Marc Koch. Wir durften ja gestern eure Hochzeit den ganzen Tag begleiten und wir sagen jetzt nochmal ganz öffentlich, alles Gute für euch beide und ewige Liebe. Dankeschön, Dankeschön. Ja, erzähl mal, wie war es denn gestern so? Ja, wir haben gestern erstmal um 10 Uhr standesamtlich bei uns in Ratingen gefeiert. Da war ich schon mega nervös. Und von da aus sind wir dann irgendwann um 15 Uhr dann in die Kirche gegangen. Und da ist natürlich das mega Highlight passiert. Ben Luca, wo wir heute auf dem Weihnachtskonzert sind. Ben Luca war gestern für mich da und hat zwei Songs gesungen als Einmarsch Halleluja und mittendrin Anschaltmelodie. Und ich glaube, von den, ich sag mal, gefühlten 300, 400 Leuten, die da in der Kirche waren, war das so mega, dass er Leute zum Heulen gebracht hat. Ich hatte meine Braut gesehen und ich war natürlich hin und weg und das war im Großen und Ganzen mit Feier eine richtige Traumhochzeit, die da, es hat alles gepasst einfach, ne? Mit Sicherheit. Der eine oder andere wird mit Sicherheit auch noch Fotos zu sehen bekommen und noch ein Video und auch alles Mögliche, ne? Es ist ja viel gemacht worden und es war wirklich ein ganz, ganz toller Tag für euch beide und mit Sicherheit der schönste Tag in eurem Leben. Du bist heute hier bei Ben Luca natürlich als Gast, ne? Ja. Und wir haben heute hier Ben Luca natürlich, dann haben wir Zeitflug hier vor Ort und wir haben Michelle Joy bei uns. Und wir werden mit allen noch kleine Gespräche führen. Du wirst heute mit deiner lieben Ramona natürlich nur feiern, oder? Ja, wir werden heute, sind wir echt mal privat hier und das tut immer echt ganz gut. Und ich feiere mit den drei Jungs danach, also sind ja mehrere durch die Band, Zeitflut, ne? Aber mit Ben sowieso, weil das ist ja, geht ja uns privat, das ist ein sehr guter Freund von uns. Und ich unterstütze ihn da gerne bei sowas. Weihnachten steht vor der Tür, sehr besinnlich. Der erste Glühwein habe ich schon intus. Vielleicht machen wir den zweiten, der ist schon gerade am Einkippen. Und dann freue ich mich auf das Weihnachtskonzert von Ben. Genau. Und gestern Abend, muss ich was verraten, hat der so eine dicke Zigarre geraucht. Ja, mit meinem Trauzeugen. Ne? Also ich fange dann an, mit einer Zigarre anzurauchen und das sah ziemlich cool aus. Aber ich musste danach auch auf Klo. Sah aber cool aus. Danke. Marc, ich wünsche dir heute einen schönen, lustigen Abend. Und war ja gestern schon toll, aber heute können wir weiter feiern. Heute machen wir weiter. Danke dir. Ciao. Ich hier bei mir, einmal den Dirk Nies, DJ, heute Abend auch hier beim Ben Luca Konzert. Und jetzt habe ich deinen Namen vergessen, aber du stellst dich jetzt mal selber. Der Riccardo Pena. Ja. Ja. Das ist immer so mit den italienischen Namen, die kann man sich nicht merken, ne? Spanisch auch, ich weiß es selber. Aber oder Spanisch. Auf jeden Fall, die beiden sind Veranstalter und machen Schlagerveranstaltungen. Jawohl. Wir waren schon mal dabei und zwar in Krefeld im Odeon Tanzpalast. Und es ist echt ein Insider-Tipp, sollte man auf jeden Fall mal drauf achten, wenn es die Plakate gibt. Was ist bei euch die nächste Veranstaltung? Ja, also wir haben für die nächste Veranstaltung im Odeon in Krefeld, da haben wir einen Tom Moore, der kommt etwas weiter weg, aber der ist im Internet, geht er sehr on, der singt so ziemlich alles, singt sehr geil, der hat, wenn er live geht, in einer Stunde 15.000 Aufrufe, okay. Ja, und ich glaube 3.000 Kommentare ungefähr, ne? Also der kommt sehr gut an und da freuen wir uns riesig drauf und natürlich haben wir Sabrina Stern. Auch dabei, diesmal nur zwei, weil der Tom Moore diesmal viel mehr singen wird als normaler Künstler. Wenn er schon einmal da ist, dann soll er mal richtig Gas geben. Aber vorher sind wir noch im Haus Ohlenforst am 12. Januar. Da haben wir unter anderem Marco Kloß, Bernice Ehrlich und Marco Sturms dabei. Und wir hoffen natürlich, dass auch in Mönchengladbach die Veranstaltung so wird wie in Krefelder Tanzpalast Odeon. Dann wird es auf jeden Fall sehr gut. Genau. Was ist das in Mönchengladbach für eine Location? Ja, also das war in Neuberg, Stadtteil Neuberg. Das war früher eine altgesessene Location. Früher, die ist jetzt natürlich ein bisschen aufgemotzt worden, mit weißen Böden, alles neu, die Decken sind neu, mit Stuck und allem drum und dran. Eine Bühne ist da, alles in weiß, alles schön in weiß gemacht, schön groß. Und wir hoffen mal, wo wir vorher ja im Kastanienhof waren, dass wir die Leute jetzt dazu gewinnen können, jetzt halt einfach ins Haus Ohlenforst, halt einfach allein schon wegen den Preisen, Getränkepreisen zum Beispiel. Leute stehen halt einfach drauf, ne? Wollen viel trinken, soll auch nicht so teuer sein. Und ansonsten eben, sollen Party haben. Genau.
ja, auch die Eintrittspreise sind ja eigentlich bei euch sehr tief angesetzt, sodass sich eigentlich jeder leisten kann, zu so einer Schlagerveranstaltung mal zu kommen, ne? Genau, das ist auch beabsichtigt. Also ich denke immer, Musik muss irgendwie für jeden zugänglich sein. Also Musik ist eine Kunst, und wenn eine Kunst einfach zu teuer ist, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Also das ist halt meine Meinung, oder besser gesagt unsere Meinung. Und nicht jeder kann sich ein Konzert leisten für 60, 70 Euro. Darum schauen wir immer, dass wir so eine Mischung haben aus bekannten Künstlern und weniger bekannten Künstlern, um diese halt aber auch bekannt zu machen. Und das ist halt unsere Prämisse, dass wir wirklich sagen, jeder soll sich das leisten können, zu uns zu kommen. Und ja, das macht uns auch so erfolgreich. Genau. Und ich finde es einfach toll, dass es auch noch Veranstalter gibt. Ich kümmere mich ja auch immer sehr gerne um den Nachwuchs. Und dass es auch noch Veranstalter gibt, die sich auch um den Nachwuchs kümmern und denen eine Chance geben, mal auf die Bühne zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Also es fing damals an, zum Beispiel mit Sonja Liebing, da wo wir mittlerweile auch den Fanclub unter anderem leiten und ja auch sehr erfolgreich leiten. Täglich kommen neue Mitglieder dazu, und ist natürlich ein Verdienst auch natürlich von Sonja, natürlich ohne Frage. Aber klar doch, ne? Wer auf großen Bühnen auftritt, der hat auch einen riesen Fanclub. Definitiv, definitiv. Ne? Und das macht uns auch so ein bisschen stolz, dass wir halt den Fanclub leiten dürfen. Und ja, das ist halt einfach schön, einfach schön. Und wie gesagt, wir machen es aus Hobby, also wir machen es nicht aus Profit, wir wirklich rein hobbymäßig. Und ja, das macht uns halt aus. Und darum kommen auch die Künstler gerne wieder zu uns, weil die wissen, bei uns ist es einfach familiär. Wir haben keine VIP-Bereiche. Bei uns sind die Künstler mittendrin, und das ist uns auch wichtig, dass die Gäste halt für die Künstler bezahlen und diese auch sehen können. In welchen Abständen habt ihr vor, diese Veranstaltungen zu machen? Also, wir machen immer alle zwei Monate abwechselnd. Jeden Monat einmal Mönchengladbach. Im nächsten Monat machen wir Krefeld. Sind aber schon mal überlegen, Krefeld eventuell auch noch mal monatlich dazu zu nehmen, weil das Odeon ist natürlich eine geile Location. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, die ist sehr altmodisch, sieht aus wie ein altes Theater, altes Casino, egal wie man es sehen kann. Auch wirklich geeignet für das etwas ältere Publikum auch. Ne? Da kann man wunderschön tanzen, da gibt es einen Parkettboden. Also traumhaft schöne Location. Sollte man auf jeden Fall sich merken und mal vorbeischauen. Und wir hoffen, die Veranstaltung kommt da auch super an. Ja, und jetzt werden wir auch gefragt, möchte nicht erst alle zwei Monate warten, weil die Leute wollen auch tanzen. Ne? Die Tanzfläche ist so groß, da können die Leute vorne vor den Künstlern stehen und die Leute können auch tanzen. So groß ist es da. Und natürlich, die fragen dann natürlich, und es gibt natürlich viele gute Künstler. Wir haben auch einen sehr guten Draht zu den Künstlern. Und wie er schon sagte, wir haben natürlich viele Nachwuchskünstler. Wir sind bis jetzt wirklich mit dem Glück gefahren. Wir haben zuletzt Foxbeat gehabt, auf Empfehlung von Sonja Liebing, ja, die sehr, sehr gut angekommen sind. Hat ihnen auch richtig Spaß gemacht. Jetzt haben wir die Bernice Ehrlich, die kommt auch aus Köln. Ja, also nur die Kölner Riege da jetzt. Gerade wir als Gladbacher sind nicht so, die Kölner und die Gladbacher sind eine Sache. Aber musikalisch verstehen wir uns. Die Kölner müssen zusammenhalten, ganz einfach. Und dann hoffen wir mal, wirklich, ziehen wir noch mit rein, nehmen wir noch mit rein, dass sie vor einem schönen Publikum, da sind so 300, 400 Leute. Gehen noch ein paar rein, bis 500 gehen da noch rein. Und dann präsentieren die sich vor Publikum, nicht irgendwo bei einem Stadtfest, wo drei Mann von der kleinen Bühne, Bühnenwagen stehen. Die singen zwar gut, aber keiner beachtet sie so richtig. Und bei uns haben die Möglichkeit, das ist ein gutes Publikum gemischt mit einem guten Künstler. Dann kommt das immer gut an. Muss man sagen, dass sie mal was Schönes erleben, dass die Leute die auch kennenlernen und sagen, wissen, wer das ist. Weil viele wissen das gar nicht. Ja, also wir wünschen euch vom Schlagerclub natürlich ganz, ganz, ganz viel Erfolg, dass ihr so richtig tolle Leute da habt und immer volles Haus habt und die Leute richtig schön unterhaltet. Und wir natürlich auch die Möglichkeit haben, mit den Künstlern Interviews zu führen und die auch vorzustellen. Und einfach toll. Finde eine ganz tolle Zusammenarbeit. Dankeschön. Dankeschön. Ihr seid ja immer willkommen. Das ist ja, gehörst ja dazu. Genau. Zu jedem Künstler. Man muss sagen, du gehörst wirklich zu jedem Künstler. Das mir ja eben schon gesagt, ja, irgendwie früher bei Schlager.de identifiziert, Gabi war Schlager.de, jetzt nicht mehr da, aber es Gabi ist immer noch da. Ja, schlecht für Schlager.de, aber gut für Gabi. Ja. Danke. Ganz genau, ganz genau. Und wer natürlich wissen will, wann wir unsere Veranstaltungen haben, einfach auf Facebook Schlager nach Mönchengladbach eingeben und dann findet er uns und schaut einfach nach oder schaut bei Gabi auf der Seite.
Genau. Wir werden auch immer mal darüber berichten vorher, ne, wer irgendwo da ist und wann ihr Veranstaltungen macht. Und das passt dann schon, auf jeden Fall. Du wirst uns ja bestimmt mal besuchen. Immer da, gerne. Das wäre super, das wäre super. Wenn sich das alles überschneidet, passt das doch immer. Genau. Wir wünschen euch heute hier privat natürlich beim Ben Luca Weihnachtskonzert noch ganz viel Spaß und wir sehen uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Dankeschön. Dankeschön. Danke euch. Danke. Was hast du denn jetzt eben hier gemacht in dem Doras? Gedicht vorgetragen. Nein, also hallo erstmal an alle. Ja. Da fehlen einem die Worte, oder? Erstens, die Anlage hat geknallt, so wie ich das liebe. Der Bass ging durch und durch. Ja, die alle da waren heute, also ich glaube, jeder Einzelne mitgeklatscht. Ja, was soll ich da noch sagen, Gabi? Also das war echt mega geil heute, mega geil. Ja. Und ja, bin auch sehr dankbar, dass der Ben mich gefragt hat, dass ich heute hier bin. Viele Gesichter, bekannte Gesichter, die heute hier sind, hat mich auch sehr gefreut. Und der Abend ist ja noch nicht zu Ende. Wenn ich jetzt... Ich denke mal, da kommen gleich ganz viele und wollen noch Autogramme und CDs. Ja, wenn ich jetzt nicht noch fahren bräuchte, dann würden wir einen trinken heute Abend. Wir fahren ja auch noch nach Hause, ich muss auch fahren. Ach du, und dein Mann... Ja, der darf. Mega Veranstaltung hier. Ja. Warst du schon mal hier? Du, ich begleite den Ben Luca jetzt schon das vierte Jahr zu seinem Weihnachtskonzert und er macht auch zwischendurch schon mal was. Wir sind eigentlich mit Ben immer irgendwie beieinander. Also kennst du ja, wie es hier abgeht. Und du hast mir das nicht gesagt. Nein, also er ist wirklich echt ein toller Mensch. Und was ich mag, es gibt viele Sängerinnen, Sänger, die wirklich mega geil singen können. Die können jeden Ton treffen. Also ist jetzt nicht despektierlich, nicht abwertend gemeint. Nur er hat dieses gewisse Gefühl auch in seiner Stimme. Er hat das Gefühl, was die Menschen anspricht und das merkt man. Das merkt man wirklich. Ja, toller Junge. Macht seinen Weg auch weiterhin, gutes Management und ja, ich komme gern wieder zu ihm. Ja. Du hättest ihn gestern erleben müssen, es war total schön. Wir haben gestern den Marc Koch begleitet, den ganzen Tag zur Hochzeit und da hat Ben in der Kirche gesungen. Halleluja. Hör mal, es war überhaupt keiner da, der nicht geweint hat. Ich wollte gerade fragen, sind die Tränchen geflossen? Ja, ich habe ihn das Lied auch schon öfter mal singen hören im Internet. YouTube habe ich mir angeguckt. Ja, das ist Gänsehaut. Das ist Gänsehaut. Das kann er. Also wenn er nicht kann, das kann er. Nein. Genau, wie sieht es zu Hause aus? Wie geht's deinem Hund? Bei mir ist im Moment ein bisschen unordentlich zu Hause, nicht aufgeräumt. Also den Hunden geht es gut. Die sind im Moment vermehrt auch bei meiner Ex-Frau, weil ich halt viel unterwegs bin momentan und die Zeit nicht habe. Nur ich versuche es mir einzurichten, was ich jetzt sehr häufig mache, dass ich bei uns in Eschwege ins Tierheim gehe. Und damit ein, zwei, drei Hunden am Tag immer mal so ein kleines Hündchen laufe, sind auch sehr dankbar. Ich meine Hunde sind in guter Obhut und ich glaube, diese Tierchen sollte man nicht vergessen, die armen Seelen und auch da draußen. Also wenn ihr vielleicht euch gerne mal einen Hund holen wollt, ich glaube, jede einzelne Seele da ist wirklich sehr dankbar. Und wir haben ja unsere Maya vor 5 Jahren, genau, Weihnachten vor 5 Jahren, richtig. Haben wir sie auch aus dem Tierheim geholt und gerade auch diese Hunde sind sehr, 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 sehr dankbar. Wenn ich unseren Leo angucke, der aus einer Zucht kommt, der verwöhnte Bengel, der kleine Westi, hat alles gehabt. Die hatten sogar bei der Züchterin, die hatten eigene Zimmer gehabt, die Hunde. Und uns Maya ist ja auf der Straße rumgelaufen in Russland und hat sich das Essen irgendwo gesucht. Nein, also wir lieben unsere Hunde, auch meine Ex-Frau und ja, wir möchten sie nicht missen. Du weißt ja, Hunde sind wie Kinder. Wie kleine Kinder, ja. Wie kleine Kinder. Die werden nie erwachsen. Ja, das ist wohl wahr. Und es ist auch schön, also wir hatten auch damals schon, als wir noch zusammen waren, unseren Hunden versucht immer abzutrainieren, dass sie nicht aufs Sofa sollen, weil Maya hart sehr. Irgendwie hat das nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Schon schwierig. Dann haben wir irgendwann gesagt, shit, egal. Macht, was ihr wollt. Ja, aber ich finde es total schön, dass Michelle auch wirklich sehr engagiert ist. Ne? Wenn es um Hunde geht, du bist immer da. Und du machst auch ganz oft schon mal einen Post,
wenn du spazieren gehst, dann hast du den Hund mal dabei, den Hund mal dabei. Ich finde das ganz toll, dass du da im Tierheim dir dann die Hunde holst, um mit denen mal eine schöne Runde spazieren zu gehen. Ja, die sind sehr dankbar, also gerade auch bei uns in Eschwege. Ja, sind die manchmal nicht so gar besetzt und es sind ja auch alles Ehrenamtliche. Alles ehrenamtliche Menschen, die bekommen ja keine Kohle dafür. Die machen das alles aus reinen Stücken und die sind über jede Hilfe und ich glaube auch jedes andere Tierheim, nicht nur in Deutschland, überall auf der Welt, sind immer über jede Hilfe dankbar. Und wenn es nur, als wir damals Maya geholt haben, weiß ich noch, da war eine ältere Dame, und die war gerade so in der Katzenabteilung und die hat gesagt, und wenn es einfach nur ist, dass Menschen hierher kommen und die Katzen einfach streicheln oder die Hunde einfach nur streicheln, die brauchen nicht mal laufen, mit denen zu gehen. Und die sind wirklich sehr, sehr dankbar, wenn sie einfach nur mal durchs Fell gestreicht bekommen. Und nehmt euch die Zeit, die Hunde sind sehr dankbar. Michel, wie hast du dieses Jahr Weihnachten geplant? Ich arbeite in der Psychiatrie. Ich habe Nachtdienst ab dem 24. bis zum 27. bis zum Morgen. Wir treffen uns bei mir zu Hause, also meine Mutter, mein Vater mit seiner Frau, meine Tante, meine Schwester, Onkel. Machen wir erstmal Kaffee bei mir. Dann machen wir abends ein bisschen Armbrot. Also wir haben das immer so ganz einfach. Vielleicht kennst du es auch, Kartoffelsalat, Bockwürstchen gibt es bei uns. Ja, und dann können sie gerne noch sitzen bleiben. Ich gehe dann an die Arbeit, in den Nachtdienst. Ja, und so verbringe ich dann halt mein Weihnachten. Nur es darf ja auch für die Menschen jemand da sein. Können ja auch nicht alleine bleiben. Und dann geht es dann auch schon weiter mit Auftritten. Am 28. geht es nach Budapest, auf das Schlagerschiff da, Bella Vista oder wie das heißt. Und dann hatten wir uns ja schon unterhalten, bin ich dann im Kiffhäuser mit meiner Schwester zusammen, mit der Mariella. Mit der Mariella, genau. Die Mariella, habe ich gedacht, die wäre heute sogar mitgekommen, weil die startet ja jetzt auch bald durch. Ne? Bald gibt es ja die erste Single. Du machst das Management für Mariella, ne? Ja, also zu der einen Sache, sie ist heute leider auf einer Weihnachtsfeier von ihrer Firma. Also die ist, ist quasi so ein Ding, das sollte man nicht fehlen. Und sonst wäre sie mit hier und ich hatte ja auch zu ihr gesagt, Mensch, komm, 1, 2, 3 Liedchen kannst du bestimmt mal trällern, hätte sie gemacht, nur da war halt die Weihnachtsfeier und das hatte sie nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Und ja, wir haben ihre Single geschrieben mit dem Michael, also mein Teampartner und der Gerd Jacobs, sind jetzt gerade drauf und dran, der Gerd Jacobs, das alles zu verfeinern. Und ich glaube, das wird echt eine ganz, ganz tolle Single. Ich meine, man kann ja selber immer sagen, oh, mega geil, nur die entscheiden das da draußen, wie genau es ankommt. Vielleicht gefällt es nicht, vielleicht gefällt es gut, vielleicht mittelmäßig. Wir für unseren Teil haben unsere 50% zu 100% erledigt, glaube ich. Sie hat es toll gesungen und ja, sie hatte mich ja gefragt gehabt von einer längeren Zeit, Mensch, Michel, willst du Management machen? Und meine, ich hab ja viel um die Ohren, auch mit meiner Arbeit, Nachtdienst und mache ja für mich alles selber. Da ist ja auch keine Company dahinter. Ich schreibe jetzt auch wieder fleißig Songs. Ist auch viel Arbeit, viel zu tun, nur irgendwie kam da eine Baucheingebung nach ein paar Tagen überlegen. Mir so gedacht, Mensch, mach das und versuch sie jetzt überall, wo ich auch bin. Und da sind ganz viele Sachen, wo ich im Moment so im Hintergrund bin, was sie gar nicht mitbekommt. Viele Radiointerviews zu dir, möchte sie auch kommen, wolltet ihr ja zusammen abmachen. Dann sind wir bei 2 TV-Shows in Dresden und in Chemnitz. Nächstes Jahr, wo ich angerufen worden bin, habe ich dann gefragt, Mensch, kann meine Schwester mitkommen? Und da haben die gesagt, ja, wenn sie gut aussieht und wie man singen kann, sage ich, ja, sie kommt ganz nach mir. Keine Angst. Aber die Mariella ist wirklich eine ganz süße. Also, die hat jetzt Fotoshooting gehabt. Ja. Wenn das nicht meine Schwester wäre. Würde sie dich sogar verlieben, oder? Oh Gott, oh Gott. Nee, aber das ist wirklich eine ganz, ganz süße und tolle Stimme. Also, lasst euch überraschen. Du kennst sie ja auch so vom optischen Erscheinungsbild. Also sie hat da wirklich irgendwie was Besonderes. Sie ist sehr fotogen, wirklich sehr fotogen. Eine hübsche Frau. So, genug geschwärmt. Genau, Nein. Den Rest erzählt sie dann bei uns im Interview. Genau. Ich bin froh, dass sie überhaupt so den Weg gefunden hat, weil sie bis vor 2 Jahren sich das gar nicht getraut hat. Das kann man sich nicht vorstellen. Sie hat sich nicht getraut. Immer Angst gehabt, nur sie hat eine mega Stimme. Die fetzt mich weg, wenn sie in Höhen geht.
Ja, ich habe sie ja das letzte Mal gesehen, da waren wir auf dem Weihnachtsmarkt hier bei Sven Polenz. Da haben wir uns ja gesehen und da habe ich noch zu ihr gesagt, ich habe dich vor 2 Jahren das erste Mal gesehen, aber du hast mega draufgelegt. Sie hat sich irre weiterentwickelt von der Stimme her. Ja, sie hat ja auch quasi ein Coaching, das heißt, wo sie da in der Coverband gesungen hat. Der Leader von dieser Band hat ihr, ja, hat ihr ein paar Tricks, Kniffe gezeigt, wie man die Stimme noch ein bisschen besser einsetzen kann. Atemtechniken, was ja ganz wichtig ist, weil sie hat immer eine Megastimme gehabt. Schon immer, das Talent war ja schon immer da. Nur sie wusste teilweise, wie es bei mir auch am Anfang genau, war. Wie man es einsetzt. Ja, wie man es einsetzt, wo man mit den Tönen hingeht, guter Stimmensitz zu haben. Und wir haben diese Single, weil ich hatte das Ding, den Song war uns eingefallen und ich hatte sie gleich im Kopf gehabt. Sie im Kopf gehabt und dann peitsche ich das Ding im Studio dahin. Ich sag jetzt mal, leck mich am Arsch. Hat jetzt keiner gehört. Wir haben da gesessen, der Mu, der das Studio in Eschwege hat, wo wir das erstmal getestet haben. Und wir haben da so gesessen, wow. Wow. Und sie war ja, sie war so überhaupt nicht überzeugt erstmal. Sie hat gesagt, ah, in den Tiefen, das hört sich blöd an. Das ist ja gerade das Geile, in die Tiefen, wenn sie das singt. Und dann diese baut Range, sich das auf. Genau, die, wie man so schön sagt, die Range, dann baut sich das auf und dann knallt sie nach oben hinweg. Mein Gott, also... Ja, da kann ich sagen, da komme ich vielleicht ein bisschen nach. Naja, lassen wir noch ein bisschen schwärmen. Nee, das macht sie toll. Das macht sie wirklich toll und sie freut sich auf ihr erstes Baby, was jetzt kommt. Erste Single, erstes Musikvideo, erstes großes Fotoshooting. Und ich glaube, das ist sehr interessant für sie jetzt auch, was da so alles kommt. Und ich gönne es ihr von Herzen. Mal gucken, wo uns der Weg hinträgt. Und ich stecke voller Energie. Da sind Pläne und mein Kopf ist voll und... Ja, ich gehe manchmal jetzt bei uns durch die Stadt in Eschwege, gehe an den Leuten vorbei, die ich kenne. Und die sagen, hast du eine Macke? Warum grüßt du mich denn gar nicht? Da gehen mir Melodien und Dings durch den Kopf, weil 2016 war leider ein sehr bescheidenes Jahr. Ex-Frau-Trennung, Großeltern alle verstorben, hatten wir ja schon mal im Interview. Und wenn du kreativ sein willst, darfst du einen freien Kopf haben. Und das war überhaupt nicht gewesen. So, das war jetzt so eine Schleife von 2 Jahren. Immer mal wieder so, da mal einen Song geschrieben, da. Nur, das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Und irgendwie seit diesem Jahr, weiß nicht, ist da irgendwie, das ist wieder alles frei. Das war jetzt so eine kleine Lebensaufgabe, durch die ich mal gehen durfte. Leben schickt uns ja immer Aufgaben. Ja, und der Ben will sogar einen Song von mir nehmen. Ja. Ich würde sagen, läuft, oder? Sonja Liebing. Sonja Liebing, ja, also, genau. Tolles Mädel. Ja. Die habe ich jetzt mal gesehen. Bei YouTube habe ich mir was angeguckt, weil ich halt sage, wer ist denn Sonja Liebing? Wer ist denn das? Also mega, mega. Die hat eine Power. Schöne Frau. Also hallo, ich bin der Michel. Sonja. Ja, aber Sonja ist glücklich verheiratet. Ach, hat, ist verheiratet. Hat 2 ganz süße Kinder. Ich habe auch 2 Kinder, 2 Hundekinder. Sind es dann 4? Ja, vielleicht lerne ich sie ja mal kennen. Nee, ist wirklich auch eine schöne Frau. Ist wirklich Frau. Eine ganz tolle und ganz tolle Sängerin. Und die geht auch auf die Bühne. Die hat auch dieses Gewisse in ihrer Stimme. Ja. Das Gefühl. Ich sage immer Gefühl. Wenn du noch so geil singst, Gefühl nicht da. Dann. Und Sonja liebt Hunde. Sie hat mir eben ein Weihnachtsvideo geschickt mit ihrem Hundi. Also, tut mir jetzt leid für den Ehemann. Also Sonja, meine Nummer 01. Sonja! Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Anderer Gedanke. Gut. Musik, wir kommen wieder zur Musik. Ich muss dich mal ein kleines bisschen zu mir bitten, wir rutschen immer weiter darüber. Okay. Du gibst gleich hier noch Autogramme, ja. Denn du bist auch ein Mensch, der sehr, sehr fannah ist und das ist toll. Die Leute, die gucken schon, die warten schon auf dich und ich denke mal, es gibt auch die Möglichkeit, noch CDs zu verkaufen. Er macht schon wieder so weit, ne? Was heißt das? 5 Minuten haben wir noch. 5 Minuten. Okay, wo feierst du denn Weihnachten? Ich feiere Weihnachten dieses Jahr zu Hause. Eigentlich längere Zeit schon nicht mehr zu Hause gewesen, sonst fahren wir immer nach Bayern, aber das geht dieses Jahr nicht. Was ist da, Bayern? Da sind wir immer zu meinem Michael Fischer gefahren. Weihnachten? Ja. Privat bei ihm? Ja. Ihr feiert privat? Zum Weihnachtskonzert, wir machen auch privat zusammen was, ja.
Echt? Cool. Und das klappt halt dieses Jahr nicht bei uns. Und, aber Silvester feiern wir im Korallenriff. Da warst du vielleicht auch schon mal oder vielleicht wirst du mal eingeladen. Ich kann ja mal mit dem Chef reden. Ich hoffe. Jetzt, wo wir in Duisburg waren, haben viele was von dem Korallenriff erzählt, die das vielleicht auch mal so ein bisschen... In Höhenönningen ist das. Tolles Tanzlokal, so ganz alte Schule, so wie ganz früher. Da ist nie was groß geändert worden. Ja, und da feiern wir aber Silvester mit Steffen Jürgens. Mit dem Steffen, der alten Katze. Mit der alten Katze. Steffen, wir kommen auf jeden Fall. Also ist auch echt ein toller Typ, also sympathischer Kerl. Wir sind ja in Bad oben zusammen immer. Und da sitzen wir auch immer privat, also da haben wir auch schon gut eingebechert. Und auch seine Frau, mega sympathisch, also ich mag die sehr, ist auch eine sehr, sehr ehrliche Person. Also ich mag die wirklich sehr, ich mag Menschen, die so... Die sagt auch, was sie denkt. Und das mag ich, die nicht da und dann von hinten rum zack, sondern die einfach drei. Süß, oder? So okay. Ist er. Okay. Gut. Ja, wo waren wir denn jetzt schon wieder stehen geblieben? Jetzt machen wir was beim Steffen schon mal, genau. Ja, Steffen, auch dir wünsche ich eine schöne Weihnacht. Auch allen anderen lieben Kolleginnen und Kollegen wünsche ich eine schöne Weihnacht. Ja, ein schönes, guten Rutsch ins neue Jahr 2019. Ja, und wie ich es vorhin auf der Bühne sagte, ich glaube, Gesundheit ist immer so dieses höchste Gut, was wir haben können. Ist wirklich leider von meinem guten Freund und seiner Frau, eine langjährige Bekannte, ist an ALS verstorben. Vor 2-3 Tagen. Und die hat es innerhalb von einem Jahr niedergerafft. Ist, glaube ich, 4 oder 55 gewesen. Und da macht es dann auch Klick. Und das möchte ich mir jetzt wirklich für mein Leben beibehalten. Wir sollten echt jeden verdammten Tag dankbar sein, dass wir hier stehen dürfen, laufen dürfen. Die hat zum Schluss gar keine richtige Luft mehr gekriegt. Die hat nur noch da gehangen, da ging gar nichts mehr. Und, deswegen ist, glaube ich, was ich allen wünsche, einfach nur Gesundheit. Das wünschen wir dir auch. Für 2019 wollen wir dir, Michelle, auch mal ganz viel Erfolg wünschen. Ne? Ja, danke. Starte einfach weiter durch. Wir bleiben in Verbindung und werden immer mal wieder so nette Interviews führen. Wir telefonieren. Bis dann. Ciao. 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 Tschüss. Wir beide spüren diesen Augenblick im Leben. Eigentlich bin ich zu schüchtern. Eigentlich bin ich nicht der Typ. Eigentlich lebe ich mein Leben völlig steril. Eigentlich wollte ich nicht weggehen und eigentlich war alles okay. Doch man kann so vieles erleben, wenn man nur will. Dann sah ich dich und alles war anders. Oh, 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 oh. Ich will nur dich, denn du bist so anders. Das wird ganz, ganz groß. Besser geht es nicht. Merkt euch den Text. Du kannst mir ruhig mein Herz klauen heute Nacht. Ich habe nichts dagegen, wenn du's machst. Denn du weißt, eins hab ich schon. Du hast es gerade an mich verloren. Du kannst mir ruhig mein Herz klauen heute Nacht.
denn morgen früh, da werd ich mit dir wach. Du bist meine Traumfrau, du kannst mir ruhig mein Herz klauen. So, mein Chor winkt nochmal mit mir, wir werden schneller. Jutta, rechts, links, rechts, links. Noch schneller. Verfluchte Samstagnacht, Himmel, Hölle, durchgemacht. Verfluchte Samstagnacht, kann alles nehmen, alles geben. Verfluchte Samstagnacht, ohne dich wär ich total versagt. Hast mich gerettet in der verfluchten, ja, Mann, ne? Samstagnacht. Ich bin auf nie. Komm schon, so laut es geht. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Bam, bam, bam. Na, 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 na. Was einmal war, ist vorbei. Und vergessen und zählt nicht mehr. Ganz alleine. Heute fängt ein neues Leben an. Deine Liebe, die ist schuld daran. Alles ist so wunderbar, dass man es kaum verstehen kann. Haben wir's. Alles will ich sein. Jetzt geht die Luzi an und erst am nächsten Morgen sagen wir Good Night. Und erst am nächsten Morgen sagen wir Good Night. Hey. Das war der Yo, na 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 na. Cheerio, na 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 na. Ich komm bald wieder. Sing meine Lieder zusammen. Cheerio, na 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 na. Cheerio, na 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 na. So schön wie heute wird's nie wieder sein. Wir singen. Und der Ding sagt mir, heute brauch ich dich. Singt ihr mit? Wie eine Sinfonie, wie eine Wahnsinnsmelodie, klingt das in mir, wenn du mir sagst, dass du mich liebst, egal was kommen mag. Wie eine Sinfonie, klingt das mich heimwärts irgendwie, denn ich bin dich blind, auch bei Nacht und Wind, wo immer du bist. So, pass auf, ich mach es. Was ich ja sonst nicht mache. Zicke, zacke, zicke, zacke! Hallo liebe Freunde, ich bin's, euer Sammy Jacobs, der Partysänger aus Dürken und natürlich der ist als Musikproduzent mit meiner Sesse-Produktion. Denn ich wünsche für euch frohe Weihnachten und ein gutes großes neues Jahr. Bleibt gesund, ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, wir sehen uns natürlich im 2019 natürlich wieder und wir sehen uns bald. Euer Sime, Merry Christmas. Ja, jetzt habe ich hier bei mir Deutschlands netteste Boygroup. Zeitflug. Martin. Ja. Dominik. Genau. Dennis. Hallo. Aber ich vertue mich nicht mehr. Ich weiß. Nee. Ihr habt ja jetzt am Freitag Premiere gehabt von eurem ganz neuen Coversong. Erzähl mal. Ja, ich höre mich selber nicht, aber wir haben Perfect von Ed Sheeran auf Deutsch gemacht. Und wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis. Also ich hoffe,
Euch gefällt es auch, wir sind sehr zufrieden. Ja, man darf ja eins nicht vergessen, deswegen ist Dennis wahrscheinlich auch gerade sehr nervös. Bei diesem Song, den deutschen Text, den hat er selber ja geschrieben. Ja, ja, also ein Applaus für ihn. Nein, wir sind ganz, ganz stolz darauf. Es war wirklich eine Herzensangelegenheit und ja, es ist einfach unbeschreiblich, so wie du, liebe Gabi. Martin, ja. Wie gefällt dir denn euer neuer Song? Gar nicht. Nein, nein. Nein, ich bin ja eh so der Balladentyp, deshalb ich freue mich da so sehr drüber, dass wir mal endlich so eine schöne Ballade auch gemacht haben. Und ja, ich habe ja auch wieder meine Adlib-Parts bekommen, deshalb ich bin vollkommen zufrieden. Das Video ist schön geworden. Dankeschön, ja. Die Idee mit den Kerzen kam übrigens von mir. Ja, ihr habt ja immer schon in so kleinen Videos schon ein bisschen was verraten, ne? Genau. Aber die da draußen wussten ja gar nicht, was kommt. Ja, aber jetzt wissen sie es ja, ne? Genau. Jetzt ist es ja öffentlich, also das Video kann man ja jetzt schon sehen. Die Single an sich wird auch downloadbar sein, das ab dem 21.12. Genau. Und wer nicht warten kann, der kann es halt im Video sehen, ne? Das, oder hören den Song. Wer nicht warten kann, der kann sich schon das Video anschauen von eurem neuen Song. Wie sind eure Pläne zu Weihnachten? Wie wirst du Weihnachten verbringen, Dominik? Also ich werde Weihnachten, glaube ich, wie jedes Jahr verbringen. Ich werde bei meiner Familie sein, wir werden essen gehen, wir werden Oma besuchen. Dann kommen alle zusammen, dann gibt es die Bescherung und dann treffe ich noch meine Freunde. Ja. Dennis, und du? Mit der Familie, ganz traditionell, wie jedes Jahr. Aber schön. Ich liebe Weihnachten, ja total. Deswegen, das ist meine Jahreszeit jetzt. Ja, ich sehe schon. Also du hast ja hier so, boah, Wahnsinn. Tolles Outfit, schön. Zu Weihnachten muss ein bisschen schicker sein, ne? Ja, genau, ne? Ist ja festlich. Was mit euch jetzt hier? Mit schick und so? Ist auch schick. Achso, ist auch schick. Ich hab gar nichts. Hat ich vergessen. hat die Krawatte vergessen, die Fliege, egal. Ja. Aber ein schwarzes Helm, das ist ja auch schon festlich. Ist das der Stern von Bethlehem, den du da hast? Ein Weihnachtsstern, ja. Das wollte jetzt, glaube ich, witzig sein. Kann das sein? Der ist immer witzig. Ja, ja. Wie wirst du Weihnachten verbringen? Ich werde auch mit meiner Familie die ganzen Tage verbringen. Wir werden viel, viel essen. Es ist schön geschmückt, habe ich alles gemacht. Mit meiner Mama auch teilweise, ja. Sehr, sehr viel geschmückt. Für den einen oder anderen vielleicht zu viel, aber für mich genau richtig. Genau. Ich habe es gesehen, das ist toll. Echt? Warst du da? Seine Weihnachtsdeko ist der Hammer. Also, schade, dass wir nicht alle jetzt mal vorbeifahren können bei Martin. Ne? Ist dann wirklich geblendet von diesen, das Haus leuchtet in allen, also nicht in allen Farben. Ich glaube, wir brauchen demnächst mal ein Bild von deinem Haus. Ja, Mensch, mach das doch mal. Das wäre doch was, genau. Fotografierst du mal und dann stellst du das in Facebook ein. Ich muss auch gar nicht sagen, welche Hausnummer oder so, weil das hellste Haus auf der ganzen Straße, in der ganzen Siedlung ist einfach. Dann verrate die Straße einfach nicht. Genau. Soll ich die Straße verraten, oder was? Nein, eben nicht. Eben nicht, okay. Also man kann, wenn ihr eine Drohne habt oder so, überfliegt einfach mal, dann erkennt man uns einfach. Genau. Also das sind auf jeden Fall die, die den meisten Stromverbrauch haben. Ja, wir sind alles LEDs. Dann geht's ja. Genau. Wie sehen eure Pläne aus für 2019? Habt ihr noch schon irgendwas so auf der Pipeline liegen, so was ihr sagen könnt, wo irgendwie ein toller Auftritt ist oder so? Wir haben in Stuttgart ein Schlager-Dinner, ich glaube im Februar ist das, ne? Februar? 12. Februar. 12. Februar. Ja. Guckt auf unserer Homepage, da steht es. Ansonsten nehmen wir tatsächlich eigene Songs weiter auf. Wir schreiben an eigenen Titeln, wir stellen unser Album zusammen. Wir können noch nicht sagen, wann es rauskommt, aber wir arbeiten ganz hart und fleißig dran, weil es soll ja sehr schön werden, deshalb kostet das viel Arbeit. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also man sieht, wir können uns vor Terminen kaum retten, deswegen wissen wir gar nicht, wann die sind. Nein, also wir werden sehr, sehr stark unseren Fokus auf unser Album-Release setzen. Es wird im Frühjahr passieren, wir können aber noch nicht genau sagen, wann. Und lasst euch einfach überraschen. Genau. Und du? Ich habe da zugehört, sorry. Ja, wenn Luca singt gerade anscheinend Melodie, ja. Die hat er auch gestern in der Kirche gesungen und ich glaube, alle haben geheult. Ja, wunderschön, echt ganz, ganz toll. Martin, wir wünschen euch ganz, ganz, ganz tolle Weihnachten. Lasst euch schön beschenken und kommt gut ins neue Jahr. Das wünschen wir dir und natürlich den ganz vielen Fans dort draußen auch.
ganz, ganz viel Erfolg mit einer neuen Plattform. Wir behalten das natürlich im Auge und freuen uns immer mal wieder dabei sein zu dürfen, weil die Gabi ist ja sowas wie unsere Mama. Ja. Ich weiß, sie hört nicht gerne, aber ja, wir freuen uns immer wieder, wenn wir dich treffen bei Auftritten. Deshalb viel, viel Glück. Schöne Weihnachten, kommt gutes neue Jahr, bleibt gesund. Alles Liebe von uns. Habt schöne Feiertage, verbringt sie mit euren Liebsten. Verbringt unbeschreibliche Weihnachten. Unbeschreiblich. Am 21. gibt's ihn zum Download. Ciao. Wir haben Indianer gespielt und uns am Fasching in die Büsche versteckt. Was war eigentlich los? Wir haben nie was gefühlt. So eng nebeneinander und doch gar nichts gecheckt. Luna! War alles ganz los. Wir kennen uns so lange, als dass aus uns noch mal irgendwas wird. Ich muss wieder ein Harig und die Seele ist schwanger. Hab ich doch schon tausendmal beim Tanzen berührt. Ich fühle mich
plötzlich hier. Du sahst mich an, wie man ins Feuer sieht. Niemals hätte ich gewagt zu glauben, dass das geschieht. Du warst mein Wert und doch immer dann fährt uns so kein Banner. Jeder Traum handelt von dir. Nun ist es wir. Das Video, das seht ihr auf YouTube oder auf unserer Facebook-Seite ab 21.12. Don't hurt me.
Yeah!
Weihnachtskonzert.
The same procedure as every year. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Gabi. Hallo. Es ist wirklich immer, jedes Jahr wieder aufs Neue schön. Du hattest heute wieder tolle Gäste. Michelle Joy, Zeitflug. Ja, ja, habe ich mich sehr gefreut, dass sie zugesagt haben. Haben beide einen super Auftritt gemacht. Hier wird gerade ein bisschen die Deko abgerissen. An, ja. Nee, super Auftritte gemacht. Die Leute haben toll mitgemacht. Hat richtig Spaß gemacht. War echt super schön. Ja, du hattest ein tolles Programm. Ja, ich bin ja noch nicht fertig. Ne? Ich muss ja leider noch. Nein, leider nicht. Aber ich singe noch ein bisschen. Wir haben ja gerade die Verlosung gehabt. Deswegen habe ich jetzt auch ein Käppi an und nicht meine Mütze, so wie man mich normalerweise kennt. Die ist dann auch mit in die Verlosung gelandet. Und deswegen habe ich jetzt ein Käppi an. Nur damit die Leute sich auf einmal wundern, warum trägt die jetzt aber meine Käppi, ne? Naja, aber hat einer wirklich 50 Euro ausgegeben für Lose, nur um an die Käppi zu kommen? Ja. Unglaublich, oder? An die Mütze, ja, unglaublich. Der hat echt Lose gekauft. Und dann hatte ich noch einen Block, wo da noch ein paar waren. Sagte er, ja, komm, nochmal, ich will die Mütze unbedingt haben, ne? Echt Hammer. Und der hat die auch noch wirklich gewonnen. Habe ich mich sehr gefreut drüber. Echt schön. Echt cool. Ja, also Wahnsinn. Unglaublich. Es waren schöne Preise dabei. Ja, da haben wir uns echt viel Mühe gegeben, auch wie die eingepackt waren, extra nochmal in der Lichterkette. Ne? Ich weiß gar nicht, wie gesagt, da waren ja auch die CDs bei von Zeitflug, von Michelle Joy, dann noch Friseurgutschein und Trainingseinheiten für EMS da mit den Stromdingern da drauf. Ja, wollte ich auch mal ausprobieren, mal gucken. Ja, noch viele andere Gutscheine für die verschiedene Veranstaltungen und so. Doch, alles in allem echt tolle Preise. Ja. Ben, du bist ja im Moment so ein bisschen viel in der Weltgeschichte unterwegs. Man sieht ja auf deinem Facebook-Profil, da bist du wieder im Flieger, da fliegst du wieder zurück, dann hast du ein Video gedreht, dann warst du irgendwo im Tonstudio, ich glaube in Berlin, ne? Ja, genau. Ich war jetzt zweimal in Berlin gewesen, da habe ich zwei neue Songs aufgenommen. Dann war ich in der Türkei für mein Musikvideo. Das kommt dann Mitte, Ende Januar raus. Song, Video. Seid gespannt, es wird was Schönes. Ja, also ich glaube, da können wir wirklich gespannt drauf sein. Also im Moment hört sich das ja alles richtig gut an bei dir. Du bist wirklich top aktuell momentan, was das angeht, und du machst wirklich alles dafür, ne? Ja, natürlich. Ich habe jetzt echt viel Arbeit gemacht oder geleistet für das, was jetzt halt alles noch kommt. Ne? So, neuer Song ist ja bis jetzt also etwas länger nicht rausgekommen, aber auch schon mit Absicht so, dass ich echt genug Zeit habe, um die Sachen alles vorzubereiten und dann eigentlich nur noch die passenden Knöpfe drücken muss und dann knall ich das Ding raus. Kannst du uns denn schon mal verraten, in was für eine Richtung es geht? Ja, ist natürlich deutsch. Deutsch, Pop, so die Richtung. Etwas ruhiger. Also die erste Nummer. Die genau. Erste Nummer. Okay, ja. Ja. Natürlich auch. Kommen auch natürlich Disco-Fox-Sachen, ne? Aber das jetzt mal so ein bisschen was anderes. Du sprichst es gerade an. Es kommen auch noch Disco-Fox-Sachen. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich das richtig interpretiere, ist da so ein Album irgendwie in der Mache, nein, oder? Nein, Album nicht, aber wir haben so ein paar Singles auf jeden Fall geplant. Okay. Und ja, da sind ein paar schöne Songs dabei. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verquatsche, ne? Kennst du das ja. Aber es sind auf jeden Fall ein paar echt tolle Songs dabei, auch mit jemandem, der richtig geile Songs schreibt, von dem Song, der zum Beispiel gerade läuft. Und deswegen, mehr kann ich nicht sagen. Naja, ja, das sind ja schon mal auf jeden Fall richtig gute Aussichten, würde ich sagen. Ne? Hast du da irgendwie vielleicht vor, eine Premiere draus zu machen, irgendwie einen besonderen Anlass irgendwie zu finden, eine Location, wo du die besten Freunde einlädst oder so? Wir sind echt am Planen für das Musikvideo eventuell das in einem Kino zu zeigen. Okay. Leute einzuladen und mal gucken. Aber das ist noch im Gespräch. Wenn es soweit ist, dann sage ich auf jeden Fall Bescheid. Aber die Planungen laufen halt alles und das mit dem Kino war halt so eine Idee. Und ja, ja. Mal schauen, ob es klappt. Dann sagt auf jeden Fall Bescheid.
ja, bietet sich ja eigentlich an, mal irgendwie was anderes zu machen als die anderen, ne? Ja, genau. Es ist mal was anderes, als das dann bei YouTube oder Facebook oder sonst wo zu sehen. Einfach, dass die Leute dann da mal hinkommen können, sich das angucken können. Auch vielleicht werden auch Künstler geladen oder Plattenfirmen und so. Und ja, mal gucken. Wir haben da so ein paar Ideen. Mal gucken, ob es klappt. Naja, wir drücken dir auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. Ja, das ist ein geiler Song im Moment, oder? Oh ja, sehr. Also ich finde den auch mega, mega, mega. An der Stelle wirklich mal ganz liebe Grüße, Matze, an dich und auch an Michelle. Ja, ganz, ganz liebe Grüße, geiler Song. Absolut. Denn habe ich jetzt die anderen Interviewpartner heute auch gefragt. Es ist ja jetzt wirklich kurz vor Weihnachten. Wie ist bei euch in der Familie Weihnachten geplant? Ja, ich habe die Weihnachtsgeschenke habe ich schon. Ich muss sie noch einpacken. Ich kann tun die Männer sich immer so schwer. Ich kann so toll die Geschenke einpacken. Ja, kommst du vorbei, ich packe sie dir ein. Mit Fächer und... Nein. Nee, das kriege ich schon noch hin. Das mach ich dann... Auch mit Fächer? Ja, das kriege ich noch hin mit so einem Fächer. Echt? Ja, ja, muss ich dann festtackern. Kannst du auf jeden Fall mehr als... Festtackern, aber das klappt schon irgendwie. Nee, nee, noch ein paar Geschenke. Ja, und Weihnachten feiern wir natürlich mit der Familie. Ersten Weihnachtstag, schön. Zwei fette Puten, ich freue mich drauf, Kartoffelsoße, Rotkohl, oh, und Spargel und Speck in den, wie heißt das, mit den grünen Bohnen, so ein, oh, lecker, im Speckmäntelchen, ja, ne? Genau, genau, Hollandaise und. Oh ja, Hollandaise lieben wir ja beide, ne? Oh, aber ich muss echt aufpassen, ey, ich darf wieder an Weihnachten nicht zu viel, das ist ja kein Essen, das ist schon Fressen. Echt gefährlich. Und da kommen noch ganze Süßigkeiten dazu, ne? Ja, also Süßigkeiten habe ich mir echt schon abgewöhnt, ne? Ich war ja jeden Abend, habe ich immer irgendwie was an Süßigkeiten gegessen. Du kannst echt süchtig danach werden, ne? Wenn du abends um 12, 1 Uhr, wenn ich keine Tafel Schokolade hatte, mal da fährst du zur Tankstelle. Das ist ohne Scheiß. Aber Gott sei Dank, nein, kein Süß mehr am Abend. Das war ja gestern so toll, ne? Oh. Denn hier unser Ben Luca, hatten wir ja vorhin schon mal kurz. Der hat nämlich gestern in der Kirche bei der Hochzeit von Marc Koch und Ramona zwei Songs gesungen. Ich glaube, in der Kirche war niemand, außer der Pfarrer vielleicht, der nicht geheult hat. Ja, das war schön. Das war schön. Halleluja und dann noch Unchained Melody haben die sich gewünscht. Und ja, das ist mal was anderes, in der Kirche so einen Song zu singen. Und, die Akustik, ne? Ja, ja, genau. Deswegen, ich habe gesagt, ich brauche kein Mikro. Ja. Die Kirche, das ist laut genug und so. Doch, war echt toll. Und wie du es schon sagst, auf der Hochzeitsfeier gab es dann da eine fette Candybar, ne? Oh. Ich musste gar nicht die Erdbeeren aus der Hand reißen, ne? Ich habe ein Kilo gegessen, bestimmt. Boah. Schlimm, schlimm. Ich musste danach echt da weg. Furchtbar. Aber das war echt eine tolle Idee, ne? Ja, super. Das haben auch, glaube ich, Gäste, die haben das geschenkt. Ja, die haben mega, diese Candybar geschenkt. Das war wirklich so wie früher in den 90er Jahren, diese ganzen Süßigkeiten, ne? Mit, oh, mit dem Greifarm, mit dem Greifarm das Lecker da rausholen. Hammer. War echt super. Total toll. Echt. Tolle Idee. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Für den Körper nicht ganz so gut, aber so eine super Idee. Also die Kinder, die hingen da alle. Ich habe gesagt, geht mal weg. Das ist jetzt genug jetzt hier. Ich bin auch mal dran. Nicht nur die Kinder, wir beide auch. Ja, wir beide auch, ja. Unglaublich. Ja. Naja, nach Weihnachten sind es ein paar Kilo mehr, aber egal. Ja, kann ich ja wieder abtrainieren, ja. Ja, mir bleibt jetzt eigentlich nur zu sagen, ich wünsche dir, deiner Familie, tolles Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und ganz, ganz viel Erfolg mit deinem neuen Projekt. Vielen lieben Dank. Und wir sehen uns auf jeden Fall und wir reden dann nochmal über das neue Projekt, ganz speziell. Ja, auf jeden Fall. Euch auch frohe Weihnachten und ganz viel Glück und wieder weiterhin viel Erfolg jetzt für dich, für Gabis Schlagerclub. Und schön, dass du mich wieder begleitet hast heute Abend. Freue ich mich sehr drüber. Und es gibt dann wieder ein paar Videos zu sehen, ein paar Bilder. Und vielen Dank dafür. Ich danke dir. Tschö. Ciao. Du hast mich nur angelacht. Wenn ich etwas, es wird ein Happiness. Wenn du mich berührst, ist es Und du sagst zu mir, komm, lass es uns vorgehen, ein Vorteil.
Ich werde nicht nochmal.